Wir beeilen uns für Sie, denn Zeit ist Geld. Kabeljournal Werbeagentur. Alles aus einer Hand. Pünktlich, preiswert und in guter Qualität. Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. RTV Kompakt zum Wochenschluss mit einer starken Sendung. Starke Russen, PS-Spielereien in Oberlungwitz, starkes Angebot, Bibliotheksführerschein in Schwarzenberg und starke Symbolik, hölzernes Störchlein in Aue. Glück auf Erzgebirge! Am Sonnabend sollte in Schneeberg eigentlich die Berliner Kultband Apparatschik auftreten. Doch das Konzert 19 Uhr in der goldenen Sonne wurde in dieser Woche abgesagt. Man beuge sich dem König Fußball, heißt es in der Begründung. Am Sonnabend stehen sich im DFB-Pokalfinale Bayern München und Borussia Dortmund gegenüber. Was wird uns da im Jahr der Fußball-EM noch alles erwarten? Dass es in der Freizeit nicht immer ein Bildschirm sein muss, der uns unterhält, will ein Projekt in Schwarzenberg den Jüngsten vermitteln. Sven Schimmel hat sich kundig gemacht. Damit schon Kinder im Kita-Alter an Bücher herangeführt werden, können sie sich in der Schwarzenberger Bibliothek den sogenannten Bibliotheksführerschein erarbeiten. An 4 Terminen kommen sie in den Fundus neben der Stadtschule und lernen auf spielerische Weise, wie man Bücher und andere Medien ausleiht und die Bibliothek benutzt. Hier schauen sie gemeinsam in Bücher mit Geschichten, in Sachliteratur und spielen Memory. Danach können sie sich regulär in der Bücherei anmelden und selbst etwas ausleihen. Den passenden Ausweis basteln sie gleich selbst. Das Angebot gibt es bereits seit 3 Jahren. Rund 100 Vorschulkinder aus den Kindertagesstätten Heide und Bermsgrün haben das Angebot schon genutzt. In der Stadtbibliothek können Nutzer aus insgesamt 28.000 Medien wählen. Neben Büchern stehen auch CDs, DVDs und Zeitschriften zur Auswahl. Am 7. Juni wird es einen besonderen Aktionstag geben. Ab 14 Uhr wird das Angebot der Zentralbibliothek für Blinde vorgestellt. Auch das kann über die Schwarzenberger Bücherei genutzt werden. Weitere Nachrichten fürs Erzgebirge am Freitag. In Leukersdorf wird am Sonnabend das sanierte Feuerwehrgebäude offiziell eingeweiht. Von März 2015 bis Februar 2016 erfolgten umfangreiche Baumaßnahmen am und im Gebäude. Das in den Jahren 1978 bis 1980 erbaute Gerätehaus entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Wiedereinweihung des Gerätehauses erfolgt mit einem Tag der offenen Tür. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr haben die Bürger die Möglichkeit, die neuen Räume in Augenschein zu nehmen. Bereits am Vormittag findet um 10 Uhr eine offizielle Festveranstaltung für geladene Gäste statt. Der Vorstand der CDU-Landtagsfraktion war am Donnerstag im Wahlkreis von Thomas Kolditz unterwegs. In Schneeberg wurde es bei dem Vororttermin unter anderem bergmännisch. Auf dem Programm stand der Besuch eines Wismut-Altstandortes. Dabei hat sich der Landtagsabgeordnete Alexander Kraus für eine Fortschreibung des Wismut-Sanierungsabkommens zwischen Bund und Land ausgesprochen. Schon heute müssen wir dafür die Weichen stellen, sagte Kraus. Die Vorarbeiten kosteten Jahre. Nicht alle Sanierungsmaßnahmen, die man vor 10 Jahren geplant habe, könnten wirklich bis 2022 durchgeführt werden. Dafür reiche das Geld und die Zeit nicht, so Kraus. Außerdem gäbe es noch zusätzliche Projekte, die angegangen werden müssten. Der Fraktionsvorstand der CDU-Landtagsfraktion hatte sich am Donnerstag über die Sanierungsfortschritte in Schneeberg über- und untertage informiert. Am Montag beginnen in Annaberg-Buchholz auf der Jöstädter Straße sowie an unmittelbar benachbarten Abschnitten der Annen- bzw. der Erbgerichtsstraße sowie am Pfarrlehen komplexe Tiefbau- und Straßenbauarbeiten. Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten müssen die genannten Straßen abschnittsweise gesperrt werden. Der Lößnitzer Bildhauer Robby Schubert hat für das Helios-Klinikum Aue einen 1,80 Meter hohen Storch gefertigt.
Am Donnerstag wurde das Werk vom Künstler übergeben. Der Storch wird zukünftig an der Rezeption auf die im Auerklinikum geborenen Kinder hinweisen. Denn das Auerklinikum ist am 16. April ganz still und leise 85 Jahre geworden. Anlässlich des Geburtstages wird am 28. Mai zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Vom 24. bis 27. Mai sind jeden Tag die 5. Klassen der umliegenden Schulen zu einer Kinderuni eingeladen. Nach der Eröffnungsveranstaltung der Karlsroute im vergangenen Jahr erlebte der Hirschenstander Pass auch in diesem Jahr ein gut besuchtes und stimmungsvolles deutsch-tschechisches Radlerfest. Mehr als 350 deutsche und tschechische Gäste fanden sich am höchsten Punkt der Karlsroute zwischen Oberwildenthal und Jeleni ein. Einige von ihnen nahmen an einer Sternfahrt ab Aue, Abertami bzw. Neideck teil und waren bereits am Morgen mit dem Rad zum Veranstaltungsort aufgebrochen. Dort angekommen wurden sie mit Musik von der Bergkapelle Johann Georgenstadt empfangen. Aufgrund des großen Zuspruchs und der positiven Resonanz haben sich noch während des Radlerfestes die beteiligten Vereine sowie Städte und Gemeinden dafür ausgesprochen, das Karlsroutenfest zu einer jährlich wiederkehrenden Veranstaltung werden zu lassen. Das Projekt Begegnung schafft Gemeinsamkeit wird von der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Die nächsten Veranstaltungen im Rahmen dieses Kooperationsprojektes sind eine Familienwanderung durchs böhmische Erzgebirge am 10. Juni, der Besuch des Mauritius-Stollens in Abertami 2 Tage später sowie ein gemeinsames Kochwochenende in Schneeberg am 25. Juni. In Geier müssen Besucher der Binge Einschränkungen in Kauf nehmen. Aufgrund eines Bergrutsches ist das Innere der Binge nicht begehbar. Schlecht für Wanderer, gut für einen dort im Felsgestein brütenden Uhu. Der kann das jetzt in Ruhe tun. Der obere Rand des Naturdenkmals ist von der Sperrung nicht betroffen. Die Binge ist ein am Stadtrand von Geier liegender Einsturztrichter des Zinnstockwerkes am Geiersberg. 2 große Einbrüche sind aus den Jahren 1704 und 1803 bekannt. Nach dem großen Bingebruch am 11. Mai 1803 wurde dort übrigens noch gearbeitet. Eine 73-jährige Burkhardsdorferin bemerkte in dieser Woche bei einem Besuch auf dem Friedhof, dass die Bepflanzung auf dem Grab ihrer Eltern zerstört wurde. Es roch nach Kraftstoff und an den Pflanzen sowie am Grabstein haftete eine schmierige Flüssigkeit. Offenbar hatten Unbekannte Diesel über das Grab gegossen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe aufgenommen. In der aktuellen Sendung Treffpunkt Kulinarisch ist der erzgebirgische Liedermacher und Autor Stefan Gerlach zu Gast. Gemeinsam mit Benjamin Unger vom Hotel Blauer Engel in Aue unterhält er sich über sein künstlerisches Schaffen, aber auch über das Thema Bier. Stefan Gerlach, gewissermaßen Edelfan des FC Erzgebirge Aue, ist unter anderem durch seine Aue-Lieder, aber auch durch seine Folkrockband Wind, Sand und Sterne bekannt. Treffpunkt Kulinarisch ist ab Sonnabend Bestandteil unserer Wochenserie ErzTV, das Magazin. Die Zusteller der freien Presse hatten am Donnerstagmorgen schwer zu tragen. Nicht, weil es so viele neue Abonnenten gibt, nein, die gestrige Ausgabe war über 100 Seiten stark. Das macht pro Zeitung fast 1 Pfund Gewicht. Der Grund für das viele bedruckte Papier: Die Freie Presse feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Noch 30 Jahre länger gibt es die Bergwetterwarte auf dem Fichtelberg. Unsere Wochenserie befasst sich mit der Jubilarin. Die Bergwetterwarte Fichtelberg feierte vom 10. bis 13. Mai ihr 100-jähriges Bestehen. Wichtigster Tag für alle Hobbywetterexperten und Neugierige war der Freitag der Festwoche. Da öffnete die Einrichtung ihre Tore für alle Interessenten. Und die gab es reichlich. Schon morgens bildete sich vor Öffnung der Tore eine Schlange an der Wetterwarte. Den ganzen Tag über riss dann der Besucherstrom nicht ab. Die Frage an die Mitarbeiter der Wetterwarte, warum man so etwas nicht schon früher mal gemacht hat, beantwortet Claudia Hinz.
Ja, weil eigentlich sind wir hier ja sehr beengt, wie Sie sehen. Und es ist schwierig, hier was Größeres auf die Beine zu stellen. Und wir haben es jetzt einfach mal versucht und hatten keine Ahnung, was für eine Resonanz kommt. Wir waren selber total überwältigt, wie viele Leute interessiert sind. Claudia Hinz und ihre Kollegin waren den ganzen Tag von unten bis oben in der turmförmigen Wetterwarte unterwegs, um Auskunft zu geben. Was waren dabei die am meisten gestellten Fragen der Gäste? Am meisten gestellt waren die Sichtmarken, was man hier oben alles sehen kann, was die weitesten Sichtmarken sind, wie oft man den Brocken im Jahr sehen, ob man die Schneekoppe im Riesengebirge sehen kann, das Isargebirge. Und das waren eigentlich das, was die Leute mit am meisten interessieren. Und ob wir eine Tendenz haben, was den Schnee betrifft. Und was haben Sie darauf geantwortet? Ja, also der Brocken ist leider nur einmal im Jahr zu sehen, der ist relativ selten und das Problem ist auch, wir haben die größten Sichtweiten hier im Winter und da ist der Brocken leider im Schatten und da ist der Kontrast so schwach und wenn man sieht, dann muss man schon dreimal hingucken. Die besten Bedingungen sind im Sommer, wenn die Sonne direkt den Brocken von hinten beleuchtet, aber dann hat man meistens die guten Sichtweiten nicht und insofern ist es mit dem Brocken etwas schwierig. Was den Schnee betrifft, ist es ganz interessant. Nimmt man die letzten 50 Jahre her, nimmt der Schnee deutlich ab. Nimmt man dagegen unsere gesamte 100-jährige Reihe, nimmt der Schnee leicht zu, weil nämlich die Anfangsjahre, in denen wir gemessen haben, hatten wir Tage mit sehr wenig Schnee und deshalb kommt dieses langjährige Mittel heraus und das ist wirklich sehr interessant. Das kann man unten, haben wir unsere einzelnen Schneehöhendarstellungen noch hängen. Und da sieht man das, dass in den Anfangsjahren auch sehr viele Jahre wie jetzt ohne Schnee waren. Der Fichtelberg in Oberwiesenthal ist eine der ganz wenigen Wetterstationen, von denen man ziemlich sicher behaupten kann, dass sowohl Messort als auch Messmethodik im Laufe der 100-jährigen Messreihe keine Veränderungen erfuhren. Das macht die Daten für die Wissenschaft so bedeutsam. So ließe sich sicher das Wetter von einem x-beliebigen Tag der 100-jährigen Wetteraufzeichnung ermitteln. Wir haben alles da, also wir haben ein liebevoll geführtes Archiv und gucken uns auch manchmal diese alten Tagebuchblätter an, weil die wirklich so richtig liebevoll geführt wurden und man merkt, wie viel Seele da drin steckt. Und wir nehmen uns öfters mal eins in die Hand und gucken rein und wenn jemand sein Geburtstagswetter wissen will, das ist kein Problem, können wir alles nachkommen, ja. Die Bergwetterwarte Fichtelberg feierte vom 10. bis 13. Mai mit einer Festwoche ihr 100-jähriges Bestehen. Im Laufe des Jahres soll es weitere Veranstaltungen geben. Geben Sie mal im Internet www.russentreffen.de ein. Was denken Sie, wo Sie da landen? Sie landen bei Traktoren. Unsere Kollegen aus Röhrsdorf haben das Russentreffen 2016 besucht und kennen den Hintergrund. Es wurde zwar der stärkste Russe gesucht, aber ein Italiener ging auch. Zumal Fiat in den 60er Jahren in der damaligen Sowjetunion das Automobilwerk Volskyi Avtomobilni Zavod errichtete, wo bis heute Lada produziert wird. Um Pkw ging es aber vom 6. bis 8. Mai nicht in Obolungwitz. Auf der Festwiese an der Goldbachstraße fand das Traktortreffen der besonderen Art statt, das mittlerweile 11. Russentreffen. Zu den Highlights gehörte auch in diesem Jahr das Traktorpulling auf dem Kampfacker. Traktoristen und Traktoristinnen zeigten, welche Kraft sich unter den Motorhauben ihrer Landwirtschaftsmaschinen verbarg. Dass es nicht auf Größe und Gewicht ankommt, um mit dem Bremsschlitten im Schlepptau so viel wie möglich Meter zurückzulegen. Meter, Kilometer, wir reden hier um große Sachen, zeigte der Fiat-Spezialist aus dem Vogtland, der mit Fanclub angereist war. Der Fanclub übertrieb nicht. Mit 36 PS, geboostet, zog der 30 Jahre alte Fiat 45-76, 3 Zylinder, 3,8 Liter Hubraum, mit Leichtigkeit den Bremsschlitten den Acker hoch. Das gute Stück fand eher zufällig seinen Besitzer. Der Chef hat ihn übrig gehabt. Und einer müsste nehmen und ich habe mich erbarmt.
Die Landwirtschaftsmaschine zeigt sich dankbar. Für den Besitzer ist sie... Es ist doch eine Maschine. Dass er die in Obolunwitz präsentierte, geht auf das Konto eines anderen Vogtländers. Ich habe gesagt, ihr müsst hierher. Hier ist immer top, hier geht Party ab. Immer nur einfach Sahne, gute Verpflegung, top Leute. Ihr müsst mit dabei sein. Aus dem Vogtland kommen wir. Mögen Schnaps und mögen wir. Trinken mit Niveau und viel, aber meistens viel zu viel. Wir sind jetzt zum dritten Mal mit dem Traktor hier und vorher waren wir schon öfter so da und jedes Jahr wieder top. Am coolsten ist immer das Vorspannen, das Berglaufziehen, da hast du am meisten Spaß, das kickt und du willst am liebsten immer wieder gleich unten raus und wieder anspannen. Ich habe hier einen ZE300D und noch einen Fanfarmer 1Z, selber hergerichtet, alles selber dran gemacht, laufen die Maschinen. Nicht alle Traktoren, die beim Rosentreffen bestaunt werden konnten, waren am Wettkampf auf dem Kampfacker beteiligt. Zahlreiche Landwirtschafts- und andere Zug- sowie Arbeitsmaschinen wurden im Oldtimer-Garten präsentiert. Also EKL 15, Baujahr 64. Ich bin ein absoluter Oldtimer-Fan. Ich habe noch einen Landsbulldog und das passt. Ich bin hier inmitten von Bauerngütern aufgewachsen und da gehört es einfach dazu. Und als Rentner kann man sich jetzt das leisten, wenn man die Zeit hat dazu. Es gab sogar Traktoren, über denen der Union Jack wehte. Massey Ferguson, das ist der MF35, der Original-Engländer. Und da gibt es ganz wenige, die noch original, im Originalzustand sind und das ist einer davon. Den habe ich oft gebaut aus einem Schrotthaufen und läuft wunderbar. Im Oldtimer-Garten durften sich die jüngsten Besucher auf einem Geschicklichkeitsparcours als Traktorfahrer ausprobieren. Wer sich von den Kleinen nicht auf die Strecke mit Hindernissen wagte, hatte die Möglichkeit, anderweitig Runden mit dem Traktor zu drehen. Für die Kinder wurde auch zum 11. Rosentreffen ein umfangreiches Programm geboten. Die Großen kamen aber auch auf ihre Kosten. Anziehungspunkt für viele Bastler war der Teilemarkt. Hier entdeckte so mancher schon lang Gesuchtes. Das diesjährige Rosentreffen hatte 3 Tage lang schönes Wetter zu vermelden. Auch zur Freude der Dutra-Traktoristen, die aus allen Himmelsrichtungen nach Obolunwitz gekommen waren, um bei der Dutra-Schau dabei zu sein. Wie schon die 10 Jahre zuvor waren auch zur 11. Auflage des Traktortreffens der besonderen Art allesamt begeistert. Rosentreffen ist eine Wahnsinnstradition, die wir immer besuchen. Der Partyabend, wir gehen jetzt zwar sehr zeitig ins Bett, also für uns, aber früh stehen sie auch nicht auf, aber dann sind sie da. Das ist einfach mal abschalten, eine coole Zeit haben mit den Kollegen und einfach mal Spaß haben. Das ganze Gelände, das passt und dann, wie gesagt, diese verrückten, die mit ihren Traktoren hier den Bullying veranstalten, wo die Zuschauer auch dann begeistert sind. Das ist ja für viele ein absolutes Highlight. Es ist eine wunderbare Atmosphäre, mit den Kollegen zu sprechen, mit den Oldtimer Freunden, die man jedes Jahr wieder sieht, ein schönes Gespräch zu führen, fachliches Gespräch zu führen. Das ist das Schönste vom Russentreffen, würde ich sagen. Absolut. Kommt alle her, hier ist absolut geil. Die meisten wird man 2017 wiedersehen. Und ganz sicher auch viele neue Gesichter beim 12. Rosentreffen in Obolunwitz. Vom bereits gewesenen Russentreffen zu den Veranstaltungen, die noch kommen. Vom 21. bis 29. Mai heißt es zur Frühjahrswanderwoche im Erzgebirge wieder Wandern verbindet. Es werden 44 geführte Rundwanderungen mit Streckenlängen zwischen 2 und 25 Kilometern geboten. Die Touren tragen Namen wie Herzlweg, Pöhlberggeheimnisse oder die Post in Wolkenstein. Denn sie führen nicht nur zu den schönsten Naturschauplätzen, sondern vermitteln auch immer ein Stück erzgebirgische Geschichte, Handwerks- oder Bergbautradition.
Infos unter www.erzgebirge-tourismus.de. Am Sonnabend erwartet die Musikfreunde im Rahmen der Stolberger Meisterkonzerte Singe Seele, Gott zum Preise mit der Sopranistin Jana Büchner. Jana Büchner studierte in ihrer Heimatstadt Dresden an der Hochschule für Musik bei Professorin Ilse Hahn Gesang und vervollständigte ihr Können bei Elisabeth Schwarzkopf und Brigitte Eisenfeld. Nach ihrem erfolgreichen Engagement als Solistin am Chemnitzer Opernhaus ist sie seit 2009 freischaffend tätig und heute auch eine gefragte Konzertsolistin. Begleitet wird sie von Sören Glaser, Flöte, Ulrike Wächtler, Violine, Wolfgang Schubert, Orgel. Veranstaltungsort ist das Karl-von-Bach-Gymnasium. Beginn 16.30 Uhr. Infos zur Konzertreihe stolberger-meisterkonzerte.de. Unter dem Motto Trau dir's zu musizieren Schülerbands und Solisten am Sonntag im Zwönitzer Brauereigasthof. Die Veranstaltung soll von 16 bis 17.30 Uhr dauern. Sozusagen eine Generalprobe unter dem Motto Steh auf fand am 28. Februar statt. Allerdings ausschließlich für geladene Gäste, nämlich Eltern und Lehrer. Dieser Test war erfolgreich für alle Teilnehmer und öffnete die Tür für den nächsten Schritt. Das Besondere dabei ist, dass die Schüler selbst die Gastgeber sind. Sie haben die Bürgermeister persönlich eingeladen und werden sich um eine gute Atmosphäre kümmern. Dargeboten werden musikalische Interpretationen aus verschiedenen Stilrichtungen. In Annaberg-Buchholz sind Kinder und Familien, Eltern und Großeltern am Sonnabend zum dritten Tiergehegefest eingeladen. Von 11 bis 18 Uhr gibt es im Naherholungsgebiet am Pöhlberg zahlreiche Angebote für große und kleine Tierfreunde. Mit dabei ist auch Käthi, das Maskottchen der Käth. Eine Woche vor dem Start wirbt es für das größte Volksfest des Erzgebirges. Auch ein erweitertes Streichelgehege mit Ziegen und Schafen wird am 21. Mai seiner Bestimmung übergeben. Am Sonntag lohnt sich der Besuch in vielen Museen der Region besonders. Neben den sehenswerten Ausstellungen und Sonderausstellungen werden zum Internationalen Museumstag viele Extraveranstaltungen angeboten. So zum Beispiel im Museum Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte in Schwarzenberg, im Schloss Schlettau, im Heinrich-Hartmann-Haus in Oelsnitz-Erzgebirge oder im August-Horch-Museum Zwickau. Näheres zu den Angeboten der Museen und über weitere Veranstaltungen gibt es bei uns wie immer unter erztv.de bzw. kabeljournal.de. Bevor ErzTV Kompakt gleich zu Ende geht, möchte ich Ihnen noch unser Magazin empfehlen. Darin sehen Sie nicht nur die heute schon erwähnte Ausgabe von Treffpunkt Kulinarisch. Es gibt außerdem Bilder von der FCE-Aufstiegsparty in Aue und einen Bericht über den Literaturpreis Kammweg. ErzTV, das Magazin, läuft immer zu jeder ungeraden Stunde, außer nachts 1, 3 und 5 Uhr. Auf diesem Sendeplatz, das heißt zu jeder geraden vollen Stunde, sehen Sie ab Sonnabend 20 Uhr ErzTV-Woche. ErzTV Kompakt ist am Montag 20 Uhr wieder mit einer neuen Sendung zur Stelle. Ihnen ein schönes Wochenende. Glück auf, Erzgebirge!